Ich möchte heute über den heiligen göttlichen Plan sprechen. Darüber vor allen Dingen, ob eine Bestimmung vorliegt, eine Bestimmung der beiden Dualseelen für eine harmonische Partnerschaft. Und ich kann schon vorwegnehmen, meistens ist das so. Meiner Erfahrung nach, in mehr als 90% der Fälle, jetzt ist die richtige Zeit dafür, Dualseelen zusammenzuführen und ihnen einerseits das Glück einer gelebten Partnerschaft zu schenken und andererseits aus ihrem Zusammenschluss, aus ihrem irdischen Zusammenschluss, ein Kraftquell wirken zu lassen, der der Erde beim weiteren Aufstieg hilft. Und vom Gefühl her würde ich sagen, dass sehr viele Dualseelenpaare innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre diese Partnerschaft eingehen werden können. Ja, danach habe ich dann wahrscheinlich weniger zu tun, aber ich freue mich natürlich für alle, denen das gelingt. Und ich möchte ein wenig darüber reden, wie man am besten mit dem Wissen um die Bestimmung umgeht. Denn das ist sehr hilfreich, wenn man das richtig macht. Es ist so, dass ich grundsätzlich in allen meinen Sitzungen, wo ich die Begegnung mit einer wahren Dualseele feststelle, den Klienten anbiete, in den göttlichen Plan zu schauen. Und fast alle nehmen dieses Angebot auch an. Und meistens bekommen wir auch eine Antwort. Und wie schon gesagt, fällt die übermäßig oft positiv aus. Ja, passend zum Thema des heutigen Videos stehe ich hier vor unserem spanischen Taj Mahal, das das Touristikzentrum ist. Zwar noch geschlossen, aber immer noch sehr anziehend für mich. Ja, das Taj Mahal, das Denkmal einer großen Liebe, das wird wahrscheinlich auch eine Dualseelenliebe gewesen sein. So, wenn wir nun also diese Botschaft empfangen, ja, es ist vorgesehen. Und diese Botschaft kommt nicht etwa nur als trockenes Wort, sondern sie ist begleitet von den allerschönsten Resonanzen, von himmlischem Licht, von Segen, sodass ganz deutlich wird, wie sehr es der göttliche Wille ist, dass die beiden Liebenden zueinander finden. Ich gebe dann meinen Klienten gerne mit auf den Weg, dass sie diese Botschaft am besten in ihrem Herzen bewahren sollten und nicht in ihren Kopf stecken. Denn im Kopf wird aus der Botschaft eine Erwartung. Und eine Erwartung wirkt blockierend auf den Prozess. Umgehend hängt sich das Ego dran und das Ego schaut gerne auf die Uhr, blättert gerne im Kalender und fragt, wann ist es denn endlich soweit? Und genau das sollte vermieden werden. Deshalb mache ich diesen Blick in den göttlichen Plan nicht. Und es geht auch gar nicht so sehr um die Information, dass es vorgesehen ist, als vielmehr darum, den Segen zu empfangen, der dann auf den Klienten hinunterströmt, weil dieser Segen heilend wirkt, vertrauenerweckend,
Er erleichtert den Prozess. Manchmal gebe ich den Frauen oder auch Männern den kleinen Tipp, diese Botschaft in ein Schatzkästchen zu tun, gedanklich. Und dieses Schatzkästchen mit einem Schlüssel zweimal abzusperren und dann dieses Schatzkästchen im Herzen zu verwahren. Es ist besser, wenn dieses Wissen um die göttliche Bestimmung mehr im Hintergrund schwingt und nicht so sehr in den Vordergrund rückt. Ganz einfach deshalb, weil die Partnerschaft, so sehr sie auch von Gott und den Seelen, was ja im Grunde dasselbe ist, da die Seelen ein Teil von Gott sind, so sehr dies auch gewünscht ist und unterstützt wird, ist die Partnerschaft nicht das Ziel des Prozesses. Und wer das erkannt hat, wirklich begriffen hat, der hat ein großes Tor zur Seligkeit aufgestoßen. Das Ziel des Prozesses ist die Freiheit von allen Anhaftungen, von allen Ego-Mustern, von Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, von Traumata, von beschränkenden Glaubenssätzen. Die Freiheit von all dem. Und wenn all das gegangen ist, hinterlässt es eine Art von Leere. Nicht die Leere, die wir empfinden, wenn wir einen Seelenanteil abgespalten haben und in die Apathie verfallen, sondern eine göttliche Leere. Dann sind wir wie ein Gefäß, wie ein Krug, in dem der göttliche Friede ungehindert und freudig einströmen kann. Das ist das Ziel des Prozesses. Und die Partnerschaft mit dem Dual ist nur ein Nebenprodukt. Kann man nun selber und alleine herausfinden, was für ein vorgesehen ist, ohne Unterstützung von außen, ohne Unterstützung eines hellfühligen, hellsichtigen Menschen. Es ist so, dass dieses Wissen über den Plan selbstverständlich bei jedem Menschen im Herzen verankert ist. Und wenn ich die Botschaft übermittle, ist es lediglich so, dass ich eine Resonanz biete und der Klient etwas erfährt, was er ohnehin weiß. Allerdings ist dieses Wissen häufig unter den Zweifeln tief vergraben, vor allem dieser Gedanke, es wäre zu schön, um wahr zu sein. Und warum sollte ich jetzt glücklich werden, nachdem mein ganzes Leben so beschwerlich war? Und Glück ist für die anderen vorgesehen, aber nicht für mich. Und diese Zweifel, diese Gedanken verdecken die Herzenswahrheit. Leider bei vielen. Dennoch glaube ich, dass in einer gelungenen Meditation, in einer stillen Stunde, vielleicht auch durch Herbeirufung, wohlwollende Ahnen oder vertrauter Engel, es einem auch selbst möglich ist, an diese Wahrheit heranzukommen.
Ja. Die wenigen Klienten, die ich hatte, wo es nicht so geplant ist, sind auch ganz besondere Seelen, sehr, sehr alte Seelen, die sich vorgenommen haben, ganz unmittelbar das Göttliche zu erfahren, ohne die Brücke so einer gelebten Verbindung. Und ich habe vor solchen Klienten Hochachtung, dass sie so mutig sind, sich das vorzunehmen. Die wachsen wirklich über sich selbst hinaus. Ich freue mich sehr über eine kleine Spende zum Erhalt meiner Videotätigkeit. Ihr findet den Link in der Infobox unter dem Video. Und ich danke auch allen, die bereits mir da was gegeben haben. Ich weiß das sehr zu schätzen. Es gibt mir viel Kraft und Freude am Weitermachen. Ich meine, die Freude habe ich ohnehin, aber es steigert die Freude noch. Ja, und für heute verabschiede ich mich von euch in diesem wunderbaren Park. Und um 20 Uhr werden hier die Springbrunnen abgestellt. Das ist, glaube ich, in einer Minute der Fall. Vorher werde ich mich schnell von euch verabschieden und bis zum nächsten Mal.